Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit einem jetzt nicht mehr eingeklemmten Danger. Ja, hallo, ich bin raus. Ich habe einfach hier die Feuerstelle zerstört. Wie kannst du nur? Ich habe aber schon neu gebaut, oder? Habe ich? Passt, ja. Nee. Noch nicht, aber ich habe mir die Sachen dafür besorgt. Aber du kannst meinen Fabricator deine halbe neue Rüstung holen. Das mache ich gleich. Ja, und ihr seht hier schon, die sieht böse aus. Bis auf die Hose, die fehlt noch. Ich brauche noch ein bisschen Halt. Mach doch, jetzt habe ich zwei Campfire gemacht. Boah, die gibt 450 Armor. Da fehlt noch eine Hose. Armor 100. Warte mal, jetzt will ich sie mal vergleichen. Hide Shirt. Armor 20. Chitin. Chestpiece 50. Yo. Oh, du hast hier Raw Prime Meat. Ja, ich hab doch vorhin einen Stego gekillt. Ist das gut, wenn man das in den Ofen packt? Nee, ne? Kannst du. Der Ofen war vorhin belegt, deswegen. Dann tue ich es erstmal wieder zurück. Weil meistens wollen die doch eh kein gekochtes, ne? Das ist immer so eine Frage. Müsste man eigentlich mal wissen, am besten auswendig. Dann weiß man auch, wie viel man davon. Ja, ich kaufe mir mal den Spieleberater und hab den bei den Let's Plays dann immer neben mir liegen. So nach dem Motto, so warte mal, was ist das jetzt? Ne? Gehe ich mal die wahrscheinlich 200-seitige Ark-Enzyklopädie durch. Ja, brauchst du nur im Internet. Heute gibt's Internet. Früher gab's noch Lösungsbücher. Eben, und heute hast du. Ich fand aber bei den Nintendo-Rollenspielen die Lösungsbücher echt geil. Ocarina of Time. Ja, zum Beispiel. Au. Wobei ich glaube, da hatten wir gar kein Lösungsbuch. Doch, ich hat's. Echt? Aber ich meine jetzt auch die Super Nintendo Au. Noch. Also ach so. Secret of Mana, Secret of Evermore, Lufia. Da gab's auch Spieleberater. Secret of Mana zum Beispiel wurde mit einem ausgeliefert. Ja, ja. Das weiß ich zufällig, weil es mein absolutes Lieblingsspiel ist. Illusion of Time fällt mir noch ein. Secret of Mana. Bei denen wurde der Spieleberater ja gleich mitgeliefert. Genau, das ist, wo du am Anfang von dem Wasserfall fällst, ne? Das war Secret of Mana. Was? 46 Heid. Naja, langt erstmal. So, jetzt habe ich trotzdem Problem. Ich kann hier die Rüstung ist gut. Ich habe so gut wie keine Energie verloren, als mich ein Trike erwischt hat. Ups. So, wenn jetzt noch die passende Hose dazu kommt, ist glaube ich sogar jetzt die stärkste Rüstung, die es gibt. Oder kommt danach noch was? Müsste ich gleich nochmal nachgucken. So. Schmeiß mir hier erst nochmal den Fabricator an. Medium Crop Plot. Was? 50 Stein und Holz? Es muss dann irgendwann mal. Ich gehe dann mal Holz farmen, wenn ich jetzt hier meine Wasserscheiße fertig habe. Das klingt verkehrt, aber du kannst dir gleich deine komplette Rüstung dann aus dem Fabricator holen. So, jetzt sind nämlich auch die Leggings fertig. Sonst mache ich das ganz witzig. Das gönne ich mir jetzt mal. Deine neue Rüstung nehmen? Nee, noch nicht mache ich jetzt gleich, aber. So, jetzt will ich mal kurz gucken. So, die sieht doch mal böse aus. Da fehlt mir auch wieder. Voll beplankt von oben bis unten. Kann man den noch einfärben? Wäre cool. Das geht bestimmt auch noch. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, mit dem ganzen Färben hier. Es gibt einen Spraypaint dann. Ich weiß noch gar nicht, für was der alles, ne? Ach, dann würde ich jetzt die alte Rüstung hier bei Werkzeug mit reinpacken. Nee, du hast doch hier hinten eine Rüstungskiste. Ach ja, klar, habe ich gemacht. Richtig. So. Insgesamt 500 Armor. Nicht gut. Ey, der hat nichts mehr an. Ich geh jetzt baden, hui! Ah ja, viel Spaß. Die kriegen mich eh nicht. So, das war eine Abkühlung. Boah, kalt. Und jetzt eine Eisenrüstung anziehen, weißt du, als ob das wärmen würde. Sehr gesund, sehr gesund. Ach, verdammt. Die müsstest du eigentlich über die Chitinrüstung legen. So. Mal gucken, was ja? Kann man noch hier? Cool. Electrical.
Pipe, Electrical Generator. Da brauche ich 10 Electrics für. Electric. Cooking, Industrial Grill. Die Rüstung und Cowboy-Hut, der ist auch verschärft. Nein. Nee, Nee. ich find die fiese Optik von dem Helm eigentlich ganz gut, deswegen behalte ich den so. Aber ich würde mal sagen, fangen jetzt mal langsam an, die Elektrizität auszubauen hier. Was habe ich denn hier noch? Misk? Was ist Misk? Eine Kantine. Jetzt ist nur mein Helm weg. Warum ist er weg? Structures, Electrical, da brauchen wir natürlich ganz viel Metal und Electronics. Und für Electronics brauchen wir Silica Pearls und Metal. Ich das vielleicht in den hier? Boah, Nee. ich kann noch nicht mal genug machen, das gibt's ja gar nicht. Boah, wie grün das leuchtet hier unten. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Was denn, wo denn? Ja, hier der Fabricator, wenn der läuft, dann. Was? Der hat doch schon Elektrizität hier unten dann eigentlich. Wo kommt das Licht her? Ja, Ich wäre es so ist ja hart, Mond. weißt du, so eine richtige Drehmaschine hier, die kannst du ohne Strom betreiben. Nö, hörst du nicht den Motor? Ja, aber wo kommt das her, der Motor? Also ich tue da kein Benzin rein. Wieso liegt hier ein toter Megapiranha? Ein Okay. Toter? Der hat sich wahrscheinlich erschrocken, als ich nackt reingesprungen bin. Ja. Aber hey, wir haben ja ein Wasserfass. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, irgendwie bringt es nur nichts, weil du kannst hier unten keine Leitung legen, weil da der Boden dann schon im Weg ist. Voll blöd. Aber ich baue jetzt noch mal so ein. Aber wir können damit wieder Zeug auffüllen, ne? Das schon mal was. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Ach, Achso, das ich geht hab. direkt an dem Teil hier auch. Ja, richtig. Und dann noch sogar mit viel mehr. Aber ich fand es irgendwie witzig, gerade die Idee, dass ich jetzt einfach über dem Feuer. Guck mal, das kommt gut, oder? Da Kann man läuft. da jetzt Da läuft. auch Wasser kochen? Nee, das nicht. Ich find's witzig, das Feuer bleibt an. Den Gag lasse ich so. Und hier oben kannst du auch deine Ich Tränke hab's kurz auffüllen. gesehen. Musst du halt nicht ganz runter, aber das ist irgendwie cool. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Achso, wir brauchen Metal und noch ein paar Silica Pearls. Schön. Ach komm, Kebab, Komme ich ich denn wähle nicht dich. irgendwie hier unten noch durch? Boah, welcher Höhe? Warte da. Hier unten? Nee, da komme ich nicht weiter. Oh, da ist ein Krokodil. Nee, oder? Nee, ist doch nur eine Schildkröte. Hä, wieso setzt er den hier so hin? Probiere ich das jetzt nochmal mit diesem Dings da, mit dieser Kreuzung. Ach so, die ist da so groß, das. Yay, halt. Nehmen wir auch nochmal mit. So, zack. So, dann. Wo ist Kebab? Wieso steht er Gut. schon wieder so? Ich frag erst gar nicht. Da ist noch so ein Argentavis. Oh, das ist nicht schlecht. Der Aber landet auch noch vor mir. drauf. Kollege, du bist meins. Weißt du, was wir dann wieder für ewig viel Ressourcen brauchen, um den zu. Zu tame, Ding ja, ist wir ein. haben ja Raw Meat jetzt, vielleicht geht's schneller. Nein, nicht das Tame, eher das. Sattel. Ja, genau. Naja. Aber erstmal haben wir ihn, der kann ja rumstehen und sich selber leveln, so lang. Naja, ich hoffe, der bekriegt sich gerade mit Kebab in der Luft. Oh, gefährlich. Verdammt, Leute, kommt ihr auch mal wieder runter? Kebab, mach ihn nicht tot, ich will ihn tamen. Hier unten treffe ich den nicht. Ich glaube nicht, dass Kebab einen Argentavis tot machen kann. Wobei, gut, er ist schon hochgelevelt, aber trotzdem, ich weiß nicht. Das sieht gerade interessant aus, die von mir steigen immer höher. Einer von beiden wird sterben. Die Frage ist nur, wer. Ich hoffe nicht schon wieder unser.
Aber das war oben jetzt eigentlich noch was bei der alten Hütte? Kleinkram. Sonstiges sozusagen. Okay, aber komm hier runter. Ich hab keinen Bock, den Weg zurückzulaufen. Ey, die bekloppen sich jetzt mittlerweile, was weiß ich. Sind das schon 200 Meter Höhe? Was willst du jetzt hier, Trike? Verzisch dich. Ups. Jetzt sind beide verschwunden. Wo bist du? Wo bist du? Ich komme jetzt mit dem Agi. Wo sind sie hin? Was du? In welche Richtung bist du? Rotes Ding. Links davon ist hier hinten so eine eigene Insel. Ach, da weit. Hinten warst du? Oder bist du noch? Trike, verzischt dich. Ich sehe die nicht mehr, die sind weg. Aber beide. Ja, oh, gerade die wir so gut gelevelt hatten. Waren schön schnell auch. Ich verstehe heute noch nicht, warum der andere gestorben ist, ne? Nee, das weiß ich auch nicht. Der Agi hier hat auch Level Up. Oh Gott, ein Hai. Ein Hai, oh. Brauchen wir auch noch. Dann können wir gut tauchen. Und das Öl da unten aus dem Dings rausholen. Da gibt es nämlich auch Öl. Naja, ich suche gerade was anderes. Ja, auch Öl, aber eigentlich eher die Viecher wegen den Silica-Perls, ne? Silica-Perls? Und wo? Ach, Piranhas. Noch einer. Boah, die Rüstung, die hält ja mega was aus. Das ist ja nicht mehr lustig. Dann können wir das auch langsam mal wagen. An die ganz Großen. So, habe ich das eigentlich gerade aufgehoben? Das war doch blödsinnig. Meinst du? Mit dem T-Rex möchte ich mich aber immer noch nicht anlegen, ne? Du, ne? Sind die aber mega schwer. Hier kommen die Kohle raus. Ey, ich finde keine Trilobites mehr gerade. Nicht einen. Oh, jetzt noch ein Speer und Werkzeug und ein Bogen und ein Sattel. Ja, ein bisschen was war noch da, wenn auch nicht viel. Aber klar, dadurch bin ich jetzt zu schwer. Ich lass mal die Steine hier. Oh, Dodos töte ich mittlerweile mit einem Schlag. Achso, nee, das war die Blueprints. Oh, was denn? Achso, nee, warte mal. So, die Betten soll ich die schon. Ich lass die mal noch stehen, bis wir unten welche haben. Alter. Hier war aber noch eine ganze Menge, du, ne? Ich find keine. Das ist doch jetzt richtig doof. Metal Ingot. Das Schlimme ist, ich habe aber immer noch keine Meldung bekommen, dass, dass er tot ist, ne? Ja. Oh, wer weiß, wo der ist? Irgendwo da oben im Himmel. Auch nur, weil er so hochgeflogen ist mit dem anderen. So, also, bei dem roten Dings und dann links unten Richtung Meer, da gibt's eine extra Insel, sagst du. Ja, hier hinten große Insel. Mit so einem Hügel, also zwei Hügeln. Nee. Eher mit Wald in der Mitte. Ah, die Insel meinst du? Ja, da sehe ich schon mal einen fliegen, aber ich denke mal, das ist nicht unser, weil der direkt Baumkronenhöhe ist. Auf jeden Fall, da oben ist ein Argentavis. Bist du das? Das bin ich hier, ja. Wo bist du eigentlich? Also, wenn du das da vorne bist und du gerade langsam runtergehst, dann bin ich hinter dir. Ah ja, genau.
Jetzt drehe ich mich um zu dir. Bloß ich habe dich noch nicht entdeckt. Ich bin jetzt, wenn du das, ich sag halt, wenn du das da oben bist, bin ich fast. Nee, warte mal, das ist der nicht. Das ist der, den ich angegriffen hatte. Okay. Ja, wo hast du jetzt mein. Jetzt landet der ganz frech vor mir. Ich werde sowas von der Sonne gerade geblendet. Ah, da oben sehe ich jetzt noch was fliegen. Was? Ach komm, dann. Jetzt greift er mich an. Jetzt ist er tot. Ja. So, dich habe ich gerade gesehen. Und hier oben ist ein, aber nicht Kebab. Da landet gerade noch einer von den anderen und dann war aber noch viel weiter oben. So ein Flugsaurier, das könnte Kebab gewesen sein. Wenn du sagst, die waren so weit oben, dass du die nicht mehr gesehen hast. Ja. Nur fliege ich auch direkt in die Sonne. Oh. Hä? Wenn du genau in die Mitte von der Sonne guckst mit deinem Greif, dann blendet nichts mehr. Also dann verschwindet die Sonne praktisch. Okay. Boah, jetzt bin ich aber mega hoch. Da sind wirklich Haie. Also ein Hai. Aber ob wir unseren Kebab jemals wiedersehen oder ob wir jetzt noch einen tamen dürfen, seht ihr in einem der nächsten Folgen. So leid es mir tut, sage ich mal wieder danke fürs Einschalten, gehabt euch wohl und tschüss. Haut rein, tschüss!